Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Pushing Limits. Ich habe schon wieder die Radklamotten an und heute Lukas Löhr mit am Start. Den hole ich jetzt ab und zwar fahren wir zum Bahnhof mit der Bahn nach Frankfurt zum Flughafen und von da zurück. Die Strecke machen wir gleich im Zug, also so ein kleines Weekend-Getaway oder so ein kleines Mini-Abenteuer heute hier am Samstag. Longride, Abenteuer, andere Strecken, erstmal in Zug, da frühstücken, was essen, quatschen, einen Plan machen für den Tag. Mal gucken, was so bringt. Ich nehme euch mit und have fun. Ab zum Hauptbahnhof, da treffe ich Lukas und dann geht's ab nach Frankfurt. Bist du bereit? Auf wie? Hast du Bock? Die Sonne könnte rauskommen. Und im Zug haben wir Komoot rausgeholt, die Route geplant. Wir haben uns für die Route durch den Westerwald entschieden, mit ganz viel hoch und runter, nicht am Rhein, nicht über den Feldberg. Und nach einer Stunde waren wir auch schon da am Flughafen. Das geht ruckzuck aus Köln. Daher Räder ausgeladen, Route auf den Garmin geladen und ab ging's. Und los. Und wo fliegst du hin? USA, hast du Bock? Hast du den Karton? Nochmal umdisponieren. Lass einen Karton besorgen und doch irgendwo hinfliegen. Wenn wir ankommen, ist dann Nacht, dann können wir morgen früh losfahren. Wenn wir schon mal am Frankfurter Airport sind. So, wir haben es rausgeschafft. Okay, sehr gut, wir waren noch nicht da. Nochmal wieder rein ins Terminal. Wir müssen noch eine Etage runter. Nehmen wir einen Aufzug. Mal gucken, wenn wir loskommen, ist schon Abend. Ich kann schon wieder. Also, Frankfurt Airport zum Losfahren, absolute Empfehlung. Lukas, meinst du, wir haben es geschafft? Wir sind richtig! Woohoo, wir haben es geschafft! Ihr habt es gesehen, wir hatten Schwierigkeiten, aus dem Airport rauszukommen. Aber als wir das geschafft haben, die richtige Ebene gefunden haben, hatten wir nochmal kurz Angst, weil hier natürlich überall Straßen zu Bundesstraßen oder Schilder zu Bundesstraßen und Autobahnen und sowas führt. Aber die Route war top geplant. Es waren hier nur 2-3 Abbiegungen. Und wir waren vom Airport-Gelände weg. Also richtig, richtig geil und viel schneller und besser und einfacher als gedacht. Hier kommen wir schon zum letzten Kreisel, das war nach der Linksabbiegung, die ihr gerade gesehen habt. Wir biegen an der Tankstelle rechts ab und sind sofort vom Airport-Gelände und allem, was irgendwie nach Großstadt aussieht, weg und sind im Grünen kaum noch Autos. Total geil, total easy wegzufahren, wenn man aus dem Airport rausfindet und da die richtige Strecke wählt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise Ebene. Und dann sah es erstmal so aus, also keine Autos, durch den Wald. Hier links und rechts der Wald, den ihr seht, das ist auch genau der, wo der Langener Waldsee drin versteckt ist. Die Leute, die beim Ironman Frankfurt schon mal gestartet sind, der liegt hier irgendwo vor, hinter, links, rechts, neben uns. Keine Ahnung, keine Orientierung. Aber hier in der Region findet auch das Schwimmen vom Ironman Frankfurt statt. Und dann geht es über die Bundesstraße Zubringer in die City rein. Das nur so als Randnotiz. Und das war irgendwie ein richtig geiler Start in den Tag. Hier richtig schön, ohne Autos, ganz stressbefreit. Durch die Wälder zu fahren und total geil, genau das, was wir erhofft hatten, neue Strecken zu erkunden, irgendwo zu fahren, wo man sich noch nicht auskennt, was Neues zu erleben. Hier muss man nochmal, wie beim Gravelfahren schon fast, einmal durch so ein Wildgattertor, was auch immer, was es ist. Und bis zum Zeitpunkt jetzt, alle Erwartungen zu 100% erfüllt und wir hatten richtig, richtig Bock, weil die Route auch, wir haben nur Start-Ziel eingegeben, ne? Also bei Komoot wirklich nur Start, Airport, Bahnhof und Ziel Köln und sind dann gefahren, haben die Route nicht mehr groß angepasst und bis auf ein paar Teile, wo es nachher mal auf die Bundesstraße ging, waren das hier echt so kleine, geile Feldwege. Wir können uns nicht beschweren, also war wirklich, wirklich geil, mega Bock gemacht. Das Einzige, ihr seht's, die Sonne hätte noch da sein können. Lukas hat schon gesagt, die kamen nicht mehr so richtig raus heute. Und das hat natürlich auch oder ist auch passiert. Verfahren, falsch in die falsche Richtung abgebogen, umdrehen und mussten hier so eine kleine Detour nehmen, weil die hier an den Stromleitungen gearbeitet hatten. Und da gab es eine Umleitung fürs Fahrrad. Wir konnten die Route, die eigentlich zu fahren war, nicht fahren. Das hat uns aber auf diese Dingens hier gebracht, wo wir dann gesagt haben, ey geil, hier könnte man einen Crit fahren. Linke Seite hin, rechte Seite zurück oder ein Triathlon. Und ihr seht immer noch, wir sind immer noch in den Ausläufern von Frankfurt. Kaum Autos auf der Route. Also richtig, richtig cool. Hat mega Bock gemacht. Und ich habe meinen Platz gefunden, wie immer. Im Windschatten. Diesmal ist es Lukas, der den Großteil der Strecke vollgefahren ist und ihr kennt das ja mittlerweile. Da halte ich mich sehr, sehr gerne auf und kann das gut. Einfach mich ein bisschen hinten verstecken, ein bisschen Kräfte sparen und die anderen für mich arbeiten lassen. Ah, endlich haben wir es rausgeschafft. Aber schon mal ganz geil, diese Strecke. Du nicht? Hätte ich nicht gedacht. Direkt ab
im Airport, im Wald und da sind kleine Radwege. Geht ja gut. Du Nick, ich habe gezählt, wir haben 43 Ortsschilder heute. Oh. Ihr habt's gehört, happy mit der Strecke und genauso ging es auch weiter. Da geradeaus kann man den Taunus sehen und da seht ihr, da hängen die Wolken drin. Also aufgrund des Wetters hatten wir uns da dagegen entschieden. Was die absolut richtige Entscheidung war. Und diese Straßen, die wir hier gefahren sind, einfach ein Träumchen. Und wenn es Bundesstraße ist, gab es oftmals wie hier jetzt so einen coolen Radweg daneben. Also absolut zu empfehlen. Ich sag's jetzt schon mal, Leute, wenn ihr einen Tag mal Radfahren wollt, nicht wieder eure Standardrunde fahren wollt, was Neues erleben wollt, macht's einfach. Geht aufs Rad, geht raus, fahrt irgendwo hin, bucht euch ein Zugticket. Mittlerweile gehen sogar viele ICEs mit Fahrrad und dann ist auch sowas wie hier dabei, ne? Unerwartet Paris-Roubaix-Abschnitt passiert da natürlich auch und ist irgendwie auch geil. Also man freut sich dann auch, schreibt, yeah, Paris-Roubaix, gib Gas. Lukas, der ist natürlich richtig Radsportler und hat da gar nicht an sich halten lassen, hat da Vollgas rübergegeben über die Pflastersteine und ich musste irgendwie gucken, wie ich hinterherkomme. Ich werde da lieber lockerer rübergerollt, aber so ist das dann. Wo war ich? Also genau, macht's einfach, geht raus, bucht euch ein Zugticket, sucht euch neue Routen, neue Landschaften, entdeckt was Neues und ich kann das absolut empfehlen, selbst wenn du nicht den perfekten Sonnenscheintag hast wie wir hier, wir hatten unfassbar viel Spaß bei der ganzen Geschichte. Das ist genau meine Kragenweite, so ein Anstieg, Lukas. Und wir haben übrigens gerade festgestellt, wir haben mal 180 Kilometer Gegenwind. Richtig clever die Route ausgesucht, vom Wind geguckt. Perfekt. Aber nee, keine Sorge, dafür regnet es auch ein bisschen. Dafür regnet es auch ein bisschen, genau. Also, alles optimal gelaufen bis jetzt. Kurze Werbeunterbrechung hier. Auch dieses Video hat einen Presenter und zwar Corex ist wieder am Start. In den Radschuhen hatte ich natürlich wieder die Corex Bike Pro Sohle. Diese hier drin in der Variante High Profile bei mir. Was die Sohle macht, ist, dass sie zwischen Radschuh und dem Fuß die Lücke schließt und dadurch eben vermieden wird, dass auf langen Touren, so langen Dinger, wie wir jetzt gefahren sind hier, die Füße einschlafen. Das heißt, wenn ihr da Probleme habt, checkt das auf jeden Fall mal aus. Und die Kraftübertragung ist auf jeden Fall auch besser durch den Lückenschluss, der eben durch die Sohle erfolgt. Also, checkt das mal aus, corex.com/pushinglimits. Da bekommt ihr sogar automatisch noch 5% gutgeschrieben, wenn ihr die Sohle über diesen Link in den Warenkorb legt. Und alle weiteren Infos, welche Höhenprofile ihr da braucht, welche Größen ihr braucht von den Sohlen, findet ihr natürlich auch im Link corex.com/pushinglimits oder unten in der Videobeschreibung. Und damit weiter mit dem Video hier. So viel hoch und runter, natürlich ganz wichtig, die Verpflegung. Ich hatte mir am Bahnhof in Köln noch was gekauft. So ein paar Brötchen, die habe ich mir als erstes noch reingehauen. So süße, weiche Brötchen, die kann man gut in die Tasche stecken oder wie auch hier in der Abfahrt nochmal in der Hand halten, wenn Lukas hier da vorne Gas gibt und ich irgendwie hinterher muss, weil der kann sich so klein machen, dass da kaum Windschatten ist. Nächstes Mal muss ich mir einen Rider suchen, der ein bisschen größer ist. Also immer bei so langen Touren natürlich darauf achten, genug zu futtern. So, richtig geil. Gerade ein Brötchen gegessen, das erste, auf dem Fahrtweg hierhin schon am Bahnhof ein paar Brötchen geholt. Gefühlt sind wir optimal. Ich habe 4 MON-Riegel noch dabei, die Flaschen sind voller Carbs. Und wir können ja noch den bekannten Tankstellenstopp machen. Also an Carbmangel soll das heute nicht liegen. Und das Wetter spielt auch endlich mit. Regen hat aufgehört, war eben ganz leicht am Nieseln, aber der Gegenwind bleibt bis Köln. So viel zum Zwischenstand hier. So, ich hoffe, ihr hört uns. Wir haben auf jeden Fall gerade einen Plan gemacht. Wir sind gerade an so einem Brathähnchenstand vorbeigefahren und der raucht so gut, dass wir heute auf jeden Fall noch einen Stopp machen werden bei einem Brathähnchenstand. Schönes Protein-Loading. Müssen wir am besten dann machen, kurz vor Ende. Ja, genau. Recovery einleiten. Damit es nicht ganz so katabol wird. Geil. Ich habe jetzt schon richtig Bock auf ein Brathähnchen. Nick, wir haben 2,5 Stunden. Wieso fängst du jetzt mit der Scheiße an? Das ist viel zu früh darüber. Ich krieg langsam Hunger. Zeit für den nächsten Snack. Lass dir schmecken, ne? Geil. Schönes Mango-Bee. Also, ihr seht, Verpflegung spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir haben es mittlerweile nach Limburg geschafft und der Brathähnchenstand wurde noch nicht gefunden, sondern wir mussten jetzt erstmal durch die City. Das war so der nervigste Teil dieser ganzen Route, ging einmal durch die Stadt und ihr seht es hier schon, wir standen häufig, ich glaube 3-4 Ampeln, an denen wir standen. Das war vorher, hatten wir keine einzige Ampel und auch danach ging es hier wieder ohne Ampeln weiter, also auch die Route durch den Westerwald. Hier zwar so ein bisschen auf einer, weiß nicht, ob es eine Bundesstraße war und hier kamen auch mal ein paar Mal Autos vorbei, aber geil zu fahren.
kaum Ampeln und sobald es irgendwie links, rechts ein guter Radweg war, hat Komoot uns da auch wieder draufgeschickt. Und ihr seht es wieder, also bei Long Rides immer futtern, futtern, futtern. Seitdem du vom Brathähnchen gesprochen hast, habe ich so einen Hunger auf was Deftiges. Du, was du dich angepackt hast. Die neuen MON Crunchy Nüsse. Die neuen. Das wäre geil, wenn sowas schon Geschmack mit Carbs geben würde. Ja, sowas hat er. 37 Gramm auf 100 Gramm. Also die ganze Tüte ist ein MON Gel. Kannst du aussuchen, ein Gel oder eine Tüte Knickknacks. Und da jetzt wisst ihr auch, wofür so ein Barback da ist, Lukas hat da immer seine Knickknacks drin, also nicht Laktatscout in Dose Bier, wie er im Podcast gesagt hat. Diesmal hatte mir übrigens in der Barback, das ist seine zweite, auch noch eine Packung Knickknacks eingepackt. Ja, also das war wirklich die größte, das Wichtigste war, dass wir genug zu essen dabei hatten und das hatten wir auf alle Fälle. So, die ersten Hügel haben wir hinter uns, aber jetzt kommt hier das richtig Zackige. Hat natürlich Lukas ausgewählt, die Strecke. Ich wäre lieber flach am Rhein gefahren, Lukas. Ja, aber da hast du was zu tun. Immer wieder hoch, runter, rechts, links eine Aufgabe. Unten ist auch Wind. Und da seht ihr es auch nochmal, also wirklich hier, Proof of Concept, wir hatten 190 oder 188 Kilometer wirklich nur Gegenwind und deswegen habe ich da meine Position auch brav hinter Lukas gehalten. Der ist mal lockerer gefahren, mal hat er mehr Gas gegeben, aber schön in seinem Windschatten konnte ich das alles gut mitfahren. Wir sind auch echt, ja, was heißt gechillt gefahren, aber mit vernünftig Druck und natürlich haben wir auch wie hier jetzt das ein oder andere Ortsschild mitgenommen. Wenn ich gewonnen habe, dann habe ich ihn so wie hier überrascht und überrumpelt. Meistens, wenn das Ortsschild zu sehen war, dann hat er gewonnen. Wie jetzt hier, da kommt er links an mir vorbei und zack, Lukas, muss ich eingestehen, du bist der bessere Sprinter und ich muss noch mal wieder ein bisschen trainieren, damit ich da eine Chance gegen dich habe. Aber ja, sonst ging es hier genauso weiter. Wir haben gegessen, wir sind kleine Straßen gefahren und wir mussten irgendwann mal schauen, wir hatten schon 100 noch was Kilometer auf der Uhr, dass es mal die erste Verpflegung gleich gibt, weil langsam, langsam, langsam gehen bei mir die Pullen leer und wie ihr hier seht, wir fahren nicht durch so viele Orte und das hätten wir vielleicht ein bisschen besser teilen müssen. Wir haben es nicht ganz gut überlegt, wann wir und wo wir die Pullen wieder auffüllen, sondern sind einfach gefahren und ich hatte dann ja irgendwann die Pullen leer und wir sind hier nur noch durch die Felder gefahren und es gab nichts zum Auffüllen. 120 Kilometer oder sowas haben wir, meine Pullen sind leer, aber wir sind hier irgendwo im Nirgendwo. Und hier gibt's nichts. Keine Tanke, kein Supermarkt. Das Brathähnchen haben wir auch immer noch nicht gefunden. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendwo mal gleich Flaschen auffüllen können und erst einen Stopp machen, weil wir fahren zwar echt geil, gechillt, aber meine Beine sind doch ein bisschen müde langsam. Und ich brauche eine Pause. Ich habe eine gute Nachricht. Mein Radcomputer sagt, wir sind bei Anstieg 25 von 26. Wir haben es fast. Das ist echt eine gute Nachricht. Trotzdem habe ich Durst! Durst! So, und wenn wir nichts finden, fahre ich hier zurück und trinke der Kuh das Ding leer. Der Kuh musste ich zum Glück nicht das Ding leer trinken, sondern wir hatten dann mal zwischendurch aufs Handy geschaut und wussten, die nächste größere Ortschaft ist nicht mehr so weit, während Lukas mich hier natürlich wieder beim Ortsschild-Sprint abzieht und mir eins nach dem anderen weggenommen hat. Hat er sich dann auch davor gespannt und seine Pacer-Duties wieder eingenommen und gesagt, komm, wir ballern jetzt schnell in den nächsten Ort. Da ziehen wir uns eine Coke, ein Wasser und was es sonst noch so gibt und füllen mal wieder so ein bisschen die Liquid-Speicher auf und ja, mal gucken, ob wir noch irgendwas Leckeres zu essen finden. Also hier, letzter Ortsschild-Sprint und wieder von vorne macht er das Ding. Ich versuche gar nicht mehr hinterher zu sprinten, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht oder gehofft, er fährt sich irgendwann müde, aber Lukas fährt sich natürlich nicht müde. Und da sind wir in der Ortschaft angekommen. Leider hatte der Getränkemarkt zu und es ging direkt weiter. Also das war mal direkt der erste Fail. Schon gefreut, dass es wieder was zu trinken gibt. Aber zum Glück war ein Kilometer weiter dann einen Lidl zu finden. Und wir haben erstmal einen Stop eingelegt hier. Zack, zack, Rad reingestellt, Lukas gefragt, was er will. Rein in den Laden und auf dem Weg zur Cola sind mir noch so Berliner aufgefallen. Und die waren natürlich im Angebot, da konnte ich nicht widerstehen. Hab mir die Berliner eingepackt, hab mir die Coke eingepackt. Wasser habe ich natürlich auch noch mitgenommen, nochmal gecheckt. Ja, ist still, keins mit Sprudel nehmen, das ist immer wichtig. Das ist schon bei der Cola mal nervig, da muss man die mal aus der Flasche rausschütteln, die Kohlensäure, weil sonst macht es puh und alles kommt oben wieder raus und klebt. Cola in die Pullen gemacht. Lecker Berliner gegessen,
bisschen dumm rumgequatscht und ja, dann sind wir auch relativ schnell wieder weitergefahren, weil wenn man so gestanden hat, ist es doch sehr, 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 sehr kalt geworden. Noch hier ein kleiner Lifehack, wenn ihr Pfandflaschen habt in den Automaten, könnt ihr die meistens abgeben und hier spenden. Dann tut ihr noch was Gutes und müsst nicht nochmal wieder zur Kasse, um 25 Cent oder 50 Cent wiederzuholen. Und ja, dann ging es auch schon, wie ich gesagt habe, direkt wieder weiter. Ihr seht, Lukas hat die Jacke wieder angezogen, weil durch das Rumstehen ist es dann doch ein bisschen kühl geworden und ja, war hier jetzt so kurz vor Hennef, das heißt, wir hatten noch so 40 Kilometer ungefähr bis nach Köln, bis nach Hause, das heißt, wir kommen jetzt ohne Stopp durch und haben gesagt, jetzt ballern wir durch, ziehen durch, geben Gas und ja, das Bier hat quasi schon gerufen nach uns, es gibt nur einen Wermutstropfen, das muss ich jetzt schon leider vorwegnehmen, den Hähnchenstand. Den haben wir leider nicht mehr gefunden. Also das müssen wir auf ein anderes Mal verschieben, dass wir bei der Tour ein Brathähnchen essen. War vielleicht auch fürs Fahrradfahren sehr clever, dass wir keinen gefunden haben oder keins gegessen haben. Die Idee hört sich besser an, als es nachher ist. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ja, so war's. Wir sind wirklich die letzten Meter nach Köln reingeballert. Dann ging es kurz vor Köln an den Rhein runter. Und da war es dann geschafft. Kölle in Sicht und 180 Kilometer oder sowas auf der Uhr, also alles easy. Lukas hat noch zum finalen Sprint angesetzt, um das Brathähnchen zu kriegen, was es dann leider nicht mehr gab und da sind wir, ihr erkennt die Kranhäuser, rechts hinten der Dom und damit sind wir in Kölle und durch und das Abenteuer, Tagesabenteuer, Weekend Getaway, wie auch immer man es nennen will, ist zu Ende. Geil. Wie ich schon gesagt habe, absolute Empfehlung, macht's auch mal, macht unfassbar viel Bock und ja, bringt so ein bisschen, bringt Laune und Abwechslung in den Trainingsalltag. Wir haben dir geschafft, Lukas, offizieller Kilometer-Count, weil ich habe zu spät Start gedrückt. 188. Ich muss 12 Kilometer für die 200 voll machen. Das heißt, Lukas macht die 200 voll, ich nicht. Wir haben aber gerade noch 12 Kölsch voll gemacht. das ist erledigt und ich habe langsam Hunger. Ja, ich habe auch 12 Kilometer bis zum Essen. Ja, ich würde sagen, ab nach Pula mit dir. Gib Gas. Geil. Richtig fetter Tag. Hat Spaß gemacht. Tschüssikowski. Ja, okay. Bis nächstes Wochenende. Wir machen das nochmal? Ja, jetzt jedes Wochenende.